Hallo meine Hübschen, schön, dass ihr draufgeklickt habt und euch für das Video interessiert. In diesem Video seht ihr nämlich, wie Serena von Gossip Girl geschminkt wird. Ich habe so ein bisschen im Internet recherchiert und eine Seite gefunden, die verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox, in dem der Make-up-Artist sozusagen aus dem Nähkästchen plaudert und einfach mal erzählt, welche Produkte er an Serena angewendet hat. Und die Produkte habe ich natürlich nicht alle, aber ich habe sie halt eben versucht, mit meinen eigenen so ein bisschen nachzuschminken. Das heißt, so von den Farben her müsste es ja wirklich genauso sein. Und Serena, also beziehungsweise die Schauspielerin, hat Schlupflider. Das heißt, klar, also am besten wäre wirklich, wenn ich auch jemanden geholt hätte, der Schlupflider hat. Aber auf die Schnelle ging das jetzt so nicht. Ja, aber auf jeden Fall könnt ihr diese Make-up-Technik auf jeden Fall auch bei euch anwenden, falls ihr Schlupflider habt, weil sich wirklich das meiste wirklich nur unten am Wimpernkranz abspielt und ja, weil man ja wirklich so die Lidfalte und so nicht sieht. Und ja, falls ihr aber euch denkt, oh nee, Serena mag ich nicht, die ist sowieso doof, ja, hier verlinke ich euch das Video von der lieben Felina. Sie hat nämlich Blair von Gossip Girl nachgeschminkt. Ihr könnt auch jetzt schon draufklicken, weil sich das nämlich in einem neuen Fenster öffnet und ja, dann könnt ihr nämlich zuerst dieses Make-up anschauen und danach halt eben das neue Fenster anklicken und dann halt Felinas Make-up sehen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Tutorial. Und er hat auf jeden Fall die Make-up Forever HD Foundation benutzt, weil sie halt so natürlichen Glow hat und sehr viel oder sehr gut abdeckt. Entweder ihr benutzt die Chanel Vita Lumiere, allerdings wirklich nur, wenn ihr eine sehr gute Haut habt. Die hat nämlich auch diesen Glow und ist theoretisch für normale bis trockene Haut nur geeignet. Oder ihr nehmt die Bourjois Healthy Mix Serum, was weiß ich, ja. Die ist nämlich richtig gut, die hat eine richtig gute Deckkraft. Also ich würde fast schon sagen, mittel bis stark. Die hat mir die liebe Anna geschenkt, also in München beim YouTube-Treffen. Ich kann euch gerne ihren Kanal verlinken. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Allerdings ist die mir ein bisschen zu hell. Ja, deshalb kann ich die jetzt nicht benutzen. Also ich finde, vom Glow her ist diese echt eine ganz gute Alternative zu der Chanel Foundation. Allerdings deckt die wirklich ums Fünffache besser als die Chanel Foundation. Deshalb benutze ich jetzt die Chanel Foundation und dadurch, dass die mir zu dunkel ist, muss ich die jetzt auch noch auf dem Hals auftragen. Ich schaue nach rechts, weil da mein Display ist und ich hier gerade keinen Spiegel habe. Ich hoffe, ich habe jetzt das alles ungefähr überall verteilt. Und jetzt nehme ich so einen Stippling Brush und arbeite die Foundation in meine Haut. Die Fotos, die ich euch einblende, wenn ich welche einblende, also ich weiß noch nicht, wie ich das genau schneide, die sind mit der Bourjois Foundation. Ich habe das Video nämlich schon mal gedreht mit der Bourjois Foundation und dann habe ich aber wirklich beim Schneiden gesehen, okay, das geht gar nicht, die Farbe. Auf Fotos geht es komischerweise, aber auf Video, das sah total unvorteilhaft aus, das sah echt nicht so gut aus. Und jetzt kommt der Concealer für unter die Augen dran. Da nehme ich wie immer meinen Armani Concealer. Ich weiß nicht, was ich ohne den machen würde. Eigentlich habe ich euch, glaube ich, noch nie eine Review gemacht zu allen Concealern, die ich hatte. Falls ihr Interesse daran habt, könnt ihr ja mal in den Kommentaren Bescheid sagen. Ja, und den Concealer klopfe ich mit meinem Finger so in die Haut. Und jetzt nehme ich meinen Concealer für alle Hautunreinheiten. Und da das Make-up mir ja zu dunkel ist, brauche ich auch einen dunkleren Concealer. Und deswegen nehme ich den Studio Sculpt Concealer von MAC. Also der sieht so aus in so einem, wie mein Painterly Paint Pot in so einem Döschen. Und damit decke ich alle Hautunreinheiten ab und mache das ebenfalls mit dem Finger. Und also ich tupfe zuerst den Concealer so auf und dann klopfe ich das so lange in meine Haut, bis das weg ist. Okay, so und jetzt zu den Augen. Da trage ich zunächst ein Painterly Paint Pot auf das ganze komplette bewegliche Lid bis hoch zur Augenbraue und dann auch noch unten am Wimpernkranz. So, jetzt hat ja ihr Make-up-Artist gesagt, er benutzt immer so eine Palette von Chanel,
mit so Gold und Rosa Tönen. Und die Palette habe ich nicht, deswegen mische ich einfach meine Farben zusammen. Und ich benutze All That Glitters, das ist so ein Goldton. Und Pink Venus. Das hier, das ist so ein wunderschöner rosa Ton, der so ganz, ganz leicht ist. Und einen kleinen silbrigen Schimmer hat. Und ja, den trage ich jetzt zuerst auf mit einem ganz normalen Shader Brush. Einfach so als Base, damit ich so eine rosane Base habe. Also ich trage den Lidschatten auf dem beweglichen Lid auf und gehe damit noch ein bisschen in die Lidfalte. Und dann, um dem Ganzen eine goldene Note noch zu verleihen, gehe ich mit All That Glitters drüber. Jetzt habe ich halt eben ungefähr so ein Gemisch wie halt eben eine Farbe aus der Palette von Chanel. So ungefähr. So, jetzt nehme ich eine Farbe, also die hier. Das ist so ein helles Altrosa und den trage ich so in der Lidfalte auf, einfach um das Auge so ein bisschen hervorzuheben. Aber die Farbe ist halt nicht allzu dunkel, weil das Mädchen halt eben Schlupflider hat und ja, so fake ich halt einfach mal eine Lidfalte. Jetzt nehme ich so einen Pencil Brush und nehme die Farbe O. Hier. Das ist auch so ein Altrosa, aber sehr, sehr dunkel. Und die Farbe trage ich jetzt einfach so am Wimpernkranz auf. Nur so am Wimpernkranz entlang. Und blende sie so ein bisschen nach oben hin aus. So ungefähr. Und ein bisschen gehe ich dann mit dem Rest, was noch übrig geblieben ist, nach unten entlang am Auge. So. Ja, und das ist halt einfach nur deshalb, weil wenn man halt eben so Schlupflider hat, dann sieht man ja wirklich nur alles, was sich halt so am Wimpernkranz abspielt. Und deshalb, ja, muss man einfach die Betonung auf dichte Wimpern und halt eben so einen dichten Wimpernkranz legen. Und alles andere wird ja eh dann von dem Lid verdeckt. Jetzt nehme ich einen auberginefarbenen Kajal und mit dem gehe ich jetzt an der oberen Wasserlinie so entlang. Das ist nämlich, falls ihr so grüne Augen habt, dann ja, betont ihr damit umso mehr noch eure grünen Augen. Und dann ziehe ich ganz, ganz nah am Wimpernkranz so einen Lidstrich damit. Es muss auch nicht ordentlich sein, weil da kommt dann noch ein Lidschatten drüber. So, jetzt hat natürlich die Kamera nicht aufgenommen. Ich depp, also das, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt einen beigen Kajal genommen. Das ist so ein hautfarbener Kajal und den habe ich halt hier in so einem Dreieck ja, so aufgetragen, damit das Auge halt mehr so geöffnet ist. Ja, und jetzt sieht das Auge eher verheult aus wegen diesem auberginen-lila-farbenen Kajal. Und deshalb kommt jetzt noch ein brauner Lidschatten drüber. Und zwar, also dieser Make-up-Artist hat auch, glaube ich, einen Gel-Aligner in Braun von Clinique benutzt. Aber ja, ich habe halt eben diesen Kajal noch drunter aufgetragen, damit dieser Lidschatten richtig, richtig fest hält, den ich jetzt als nächstes drauf mache. Und damit halt, ja, ihre grünen, ich glaube, sie hat grüne Augen, damit sie halt besser betont werden. Und deshalb kommt jetzt Embark darüber. Ja, und das nehme ich mit so einem abgeschrägten Pinsel auf und ja, gehe nochmal über die Linie darüber.
Ein bisschen fächere ich den Lidschatten jetzt auch aus, also diesen Eyeliner, so nach außen. Und dann blende ich ganz vorsichtig noch mit dem Pinsel nach oben. Ja, und da sie halt eben solche Schlupflider hat, sieht man eigentlich, weil das ist so, wenn ich so jetzt machen würde, sieht man eigentlich dann nur diesen braunen Strich. So, und dann, um die Augenbraue ein bisschen heller zu definieren, nehme ich Blank Type. Brûlée könnt ihr auch nehmen, das ist ein bisschen dunkler. Ich nehme jetzt die hellere Farbe und die platziere ich direkt unter die Augenbraue. Sorry für meine nicht gezupften Augenbrauen, die muss ich noch machen. Und blende diesen hellen Lidschatten noch etwas in diesen rosafarbenen mit ein. Und jetzt nehme ich einen weißen Kajal und trage ihn in der Wasserlinie auf, um das Auge nochmal frischer und wacher aussehen zu lassen. Und zum Schluss tusche ich mir noch meine Wimpern. Falsche Wimpern tragen sie jetzt nicht, finde ich. Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Wenn, dann vielleicht einzelne. Aber die dürften auch nicht so lang sein. Und so sieht jetzt das fertige Auge aus. So, nicht wundern, dass ich jetzt anders aussehe. Ich habe dummerweise ein paar Dateien gelöscht. Deswegen muss ich das jetzt neu filmen. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, die Augenbrauen habe ich, glaube ich, schon gemacht. Wenn nicht, dann, ich habe sie, weil Serena ja blond ist, aber dennoch muss ich ja die Augenbrauen auch an mich anpassen. Deswegen habe ich meinen Art Deco Lidschatten benutzt. So, als Highlighter finde ich das total schön, wenn man so einen richtig unauffälligen benutzt. Und da schwärme ich ja total für meine Harsh Cream Color Base. Weil es wirklich ein fast unsichtbarer Highlighter ist. Also es sieht total natürlich aus und das Make-up an sich glänzt ja auch schon so ein bisschen und ja, ist einfach nur hübsch. Und für alle Hellhäutchen kann ich die Pearl Cream Color Base empfehlen. So, und unter der Augenbraue und im Augeninnenwinkel trage ich das so mit dem Finger auf, also einfach so auftupfen. Dann habt ihr nämlich mehr Produkt auf der Augenbraue und dann glänzt es mehr. Und im Augeninnenwinkel ebenfalls. So, und dann habt ihr nämlich auch noch so einen goldigen Highlighter im Augeninnenwinkel. Jetzt nehmt ihr so einen fluffigen Pinsel und tippt ihn auch da rein. Und trag den Highlighter am oberen Wangenknochen auf. Mit dem fluffigen Pinsel habt ihr nämlich sehr wenig Produkt auf den Wangen und dadurch sieht es halt wirklich noch natürlicher aus. Also tragt es wirklich am besten hier wie so ein C. Auf, dass es halt dann euer Gesicht einfach nur dreidimensional macht. So ein bisschen auch an der Nasenlänge hier, also in der Mitte, dann auch ein bisschen über den Augenbrauen und ein bisschen hier, das hat auch Marilyn Monroe immer ganz gerne gemacht, um das Gesicht einfach noch dreidimensionaler wirken zu lassen. So, und jetzt pudere ich mein Gesicht ab. Ich nehme dafür meinen Chanel Puder, weil das nämlich auch so ein seidiges Finish hat und ich meine, wir haben jetzt ja extra eine glänzende Foundation genommen und wenn ich jetzt ein mattes Puder benutzen würde, dann würde ich das ja komplett zerstören, dann haben wir das ja alles umsonst gemacht. Damit gehe ich über meine T-Zone drüber. Ein bisschen am Kinn. Also nicht unbedingt da, wo ich den Highlighter aufgetragen habe. Aber falls da der Pinsel auch hinkommt, ist es nicht schlimm, weil der Highlighter eigentlich durchscheint. Ich kann euch auch übrigens meine Augenbrauenroutine in der Infobox verlinken, falls ich die Augenbrauen jetzt doch nicht aufgenommen habe, also beziehungsweise falls der Videoschnipsel nicht da ist. So, jetzt nehme ich so einen abgeschrägten Pinsel und konturiere mit Harmony mein Gesicht. Falls ihr euer Gesicht konturieren wollt, achtet darauf, dass es wirklich so eine schlammige Farbe ist.
Das sieht nämlich am natürlichsten aus. Ja, und das trage ich unterm Wangenknochen auf. Aber nur ungefähr bis hierhin. Also wenn ich geradeaus gucke, nur bis dahin. So sieht irgendwie das Gesicht noch, ja, plastischer und definierter aus. So ein bisschen am Haaransatz. Also ich habe halt einfach eine hohe Stirn, deswegen versuche ich die so ein bisschen zu kürzen durch den Schatten. Und da ich meine Foundation ja auch noch am Hals aufgetragen habe, weil die ja so dunkel ist, konturiere ich jetzt hier nochmal mein Schlüsselbein, damit ich hier auch ein bisschen wieder so einen kleinen Schatten habe, sonst sieht es ja auch so ein bisschen unecht aus. Ganz wichtig, wenn ihr euch vorher eingecremt habt, dann wascht den Pinsel danach, weil den würde ich nicht nochmal da reintupfen. So, und dann stand auf dieser Glamour-Seite, die ich euch ja auch verlinke, dass der Make-up-Artist ein rosa Rouge benutzt hat und es sah so aus, als wäre es matt. Also ich würde auch matt eigentlich bevorzugen. Ich finde, es sieht da natürlicher aus, vor allem mit dieser Foundation vor allem. Ja, aber so ein rosanes Rouge habe ich nicht. Also achtet darauf, dass es auch so besonders blaustichig ist. Und ja, ich habe halt dann nur Dainty von MAC. Das ist halt so ein bisschen, ja, hat halt so einen kleinen Schimmer. Aber was soll's. Und tragt das Rouge auf den Apfelbäckchen auf und verblendet es dann so mit eurem Konturpuder, damit halt alles so ineinander übergeht. Und geht noch ein bisschen an die Schläfe damit. Ja, und damit einfach das Rouge mit diesen Schläfen, ja, dass es halt irgendwie so einheitlich wird im Gesicht. Okay, und dann wie immer, falls man ein bisschen zu viel Rouge aufgetragen hat, kann man entweder den alten Foundation-Pinsel benutzen oder den Puderpinsel. Da ist ja meistens noch so ein bisschen Puder drauf. Und dann einfach so drüber gehen. Und damit ja, schwächt ihr das dann ein bisschen ab. So, und für die Lippen. Er hat ja so Glosse benutzt, die auch richtig, richtig, ja, so quietschig, ja, fast schon aussahen, so intensive, aber also halt nur in der Tube und auf den Lippen sahen die dann fast natürlich aus. Falls ihr zum Beispiel ein peachiges Rouge nehmt, ja, dann würde ich euch Corsage von Benefit empfehlen. Das ist nämlich auch, das sieht zwar sehr knallig aus, aber auf den Lippen ist es wirklich super schier und ja, sieht total hübsch aus. Oder falls ihr so einen Lippenstift haben wollt, der ein glossiges Finish hat, dann würde ich euch die Catrice Lippenstifte empfehlen, und zwar aus der Ultimate Shine Serie. Ich habe jetzt hier Miss Brightside, das ist jetzt ein bisschen zu pink, also selbst wenn ich das jetzt nur auftupfe, ist es ein bisschen zu pink und passt nicht so ganz. Aber ja, die gibt es ja noch in anderen Farben, also die kann ich euch echt empfehlen. Ich nehme jetzt Boy von Chanel. Oh, Moment, was ich vorhin vergessen habe. Tupft noch ein bisschen Highlighter hier auf die Oberlippe, auf diesem Cupido-Bogen. So sieht die Lippe so ein bisschen voluminöser aus. So, und jetzt nehme ich Boy von Chanel. Und jetzt finde ich das aber zu rosastichig. Und deshalb gehe ich dann nochmal mit Corsage drüber von Benefit. So, und jetzt passe ich auch wirklich auf, dass ich nicht diese Datei nochmal irgendwie aus Versehen lösche. Und fertig ist das Make-up. Ich habe mich wirklich bemüht, es so möglichst 1:1 dann irgendwie nachzuschminken mit meinen Produkten, die ich halt eben habe. Und ja, das Gleiche könnt ihr natürlich auch machen. Ja, das war auf jeden Fall Serena. Und falls ihr Blair sehen wollt, dann klickt hier hin. Das ist nämlich das Tutorial von der Filina. So, dann viel Spaß bei dem nächsten Tutorial, und zwar bei Blair. Und wir sehen uns auf jeden Fall sehr bald. Ciao!